Hallo Freunde, willkommen zurück in Nordfriesland. Ja, ihr seht's, die Sonne geht langsam wieder auf. Der Fan steht hier in seiner Warteposition. Der Rasenmäher zieht seine Kreise hier. Ich habe meinen experimentellen Kurs jetzt gemacht. Wir fangen diesmal an mit dem Feldkern und zum Schluss die Vorgewende. Und ja, wir wollen mal schauen, wie das denn funktioniert. Ich erhoffe mir dadurch nicht so ein Durcheinander nachher beim Pressen von den Beinen und so weiter. Wieso fängt er denn da oben an, diesen Kurs zu generieren? Das ist doch völliger Blödsinn. Ich sag ihm Südwest. Ich mache das jetzt anders. Er soll auf 111. Startposition hier. Und er soll Richtung Osten fahren. So. Feldinseln umfahren können wir ruhig machen. Da ist ja jetzt nichts Böses dabei. Am Startpunkt enden können wir deaktiviert lassen. Und jetzt generiere mal diesen Feldkurs. Und er fängt wieder da oben an. Willst du mich ärgern? Machen wir es jetzt anders. Ich mache das ganz anders. Ich schmeiß den raus. Ich hole mir vom Big M den Kurs. Dann sind es halt 14 Meter statt 14 Meter 80. Das macht mir jetzt aber auch rein gar nichts. Und dann fängst du einfach an und ziehst deine Schwart hier. Der fängt nämlich hier unten in der Ecke an. So hätte ich das nämlich ganz gerne haben wollen. Aber die Technik macht uns wieder einen Strich durch die Rechnung. So kann es gehen. Sollte natürlich nicht so sein, aber naja, gut, okay. Jetzt ist es halt, wie es ist, ne? Dann lassen wir den jetzt hier gleich schön fahren. Und dann kann der Mensch zum Beinpressen dann im Anschluss direkt hinterherfahren. Ne? Ich habe einen kleinen Test gehabt, muss ich auch tatsächlicherweise sagen, zwischendurch. Ach komm. So, und zwar war das folgendermaßen. Wer sich vielleicht erinnert, wir hatten dasselbe Problem schon mal unten an der BGA Süd auf dem Grasfeld. Welches ist das denn? 4 oder was? Muss ich mal. Auf der 16. Dass ich mir eine Beinpresse gekauft hatte und die hat angefangen hier so komisch rumzustottern und das ganze Spiel ja, unnötig laggy zu machen. So, das hatte ich nach Abschluss der letzten Folge, habe ich den auch eingestellt und hatte dasselbe Phänomen. Jetzt ist halt die große Frage, woran liegt es denn nun? Liegt es jetzt daran, das muss ich auch noch dazu sagen, ich habe bei dem Big M Schwattanlage angehabt. Also er hat auch tatsächlich hier die Schwatt abgelegt. Das war alles ganz gut und schön. Ich habe zwei Theorien. Oder eigentlich eine. Eigentlich ist es nur eine. Dass die Schwatt, die vom Big M generiert wird, nicht von der Presse verarbeitet werden kann. Und jetzt mache ich gleich Folgendes. Ich lasse ihn jetzt erst ein bisschen hier fahren, bevor ich dann hergehe und in den Fan steige und dann halt die Ballenpresse anschmeiße. Dann ist halt die Frage, an was liegt es denn nun? So, hier muss auf jeden Fall Bretter mal weggeräumt werden. Achso, ich kam. Oh. Hier, wir können mal wieder auf fünffach zurückgehen. Das reicht völlig aus hier. 6:52 Uhr. Er steht hier schön im Raps. Na, ob das so schön ist, lassen wir mal außen vor. Aber
Wir können hier mal wegfahren. So, jetzt ist halt die Frage. Wenn ich jetzt, ich möchte jetzt ungern diese Folge sabotieren, nenn das einfach mal so, indem ich jetzt einfach den die Ballenpresse losschicke. Deswegen finde ich, macht das jetzt keinen Sinn. Das mache ich gleich zwischen den Folgen mal und gucke einfach, ob was nun macht oder nicht. Dadurch, dass ich jetzt halt die Spat manuell anlege mit Standardgerätschaften. Ich müsste nochmal die alte Folge angucken, als wir unten auf dem Grasfeld 16 zugange waren. Und müsste mal schauen, ob das dort auch der Fall gewesen ist, dass der Big M die Schwatt abgelegt hat und ich dann mit der Presse angerollt kam und dann ging gar nichts mehr. Ich glaube, dass es das sein könnte, dass er die Schwatt nicht verarbeitet. Wir machen erstmal andere Dinge in der Zwischenzeit. Wir werden hier mal den Kollegen nehmen. Wir werden mal kurz den Mist an die Seite fahren. Es hat ja Ewigkeiten gedauert, bis der mal voll war. Da machen wir hier schön Mineraldünger raus. Und den Mineraldünger kippen wir irgendwann da rein. Und dann haben wir irgendwann Flüssigdünger. Und dann können wir irgendwann die Tomaten in Betrieb nehmen. Dann können wir irgendwann Ketchup machen. Wenn wir Ketchup haben, können wir auch Fritten machen. Und dann wird McDonald's auch hier glücklich werden, denke ich. So. Treff den Trigger. Treff den Trigger. Du triffst ihn nicht. Dann eben nicht. Also. Einmal loswerden, bitte. Wollen wir mal eben schauen. Dünger 8%. Das ist natürlich ein Witz, ne? 8000. Zäh. Ne, komm. Die Frage ist, reicht einmal jetzt so eine Ladung hier aus? Mist 58%, ne? Ja, guck mal. Da haben wir es doch schon. Wir können zwar jetzt hergehen und nochmal den Kipper hier voll machen. Beziehungsweise die Mulde. Ach, guck mal, ich wollte die ganze Zeit auf dem Feld 20 noch was ansehen. Das können wir auch noch machen. Ich wusste nämlich jetzt nicht, wohin mit der Maschine, die auf Feld 1 noch oben steht. So. Boah, ich liebe diese Autoload-Dinger, ey. Das ist der Wahnsinn. Das wird mir jetzt schon im 19er fehlen, ne? Wie viel Mist haben wir denn hier auf der Platte? Mist, 105.000. Und in der Güllegrube sind auch noch 154. Da können wir nochmal Wasser machen. So, entlassen. Ab mit dir. Ah, ich habe den Wartepunkt hier auch echt beschissen gesetzt, ne? Der hätte echt noch ein bisschen geschickter sein können. Ah ja, gut. Jetzt ist es eben so. Geht ja gleich weiter. Das ist halt immer nur nervig, wenn du halt warten musst, ne? Und da werden wir gleich mal den Spritzturm mit dem LKW machen. Werden die mal verkaufen. Ah, obwohl, verkaufen noch nicht. Ich wollte ja umsteigen auf das Friesenjungen-Pack. Wenn ich da aber einen bestimmten LKW kaufe, wird er mir nicht im Shop angezeigt. Ich weiß nicht, ob der liebe Friese das weiß. Aber ich denke mal schon.
Oh, noch irgendwas. Achso, ja, haben wir. Nein. Weiterfahren, bitte. Obwohl, mit dir könnten wir auch wieder zur... zur Raffinerie. Und dann können wir hier mal einen Dieselverteiler nehmen. Wo brennt's eigentlich? Haas und Kutter braucht bestimmt die Waldsäge. Da muss ich mal schauen. Tja. Mach einfach mal Spaß, das war bei dem Kurs hier. Weil, dann können wir nämlich gleich gucken, was oben an der... oder am Hafen so los ist. Oi, oi, oi. Ist er leer? Ist er leer? Ist er leer? Er ist leer. Das heißt also... Was macht er denn jetzt? Werd doch nicht langsamer. Mein Gott, Walter. Hey. Die Spannung steigt. So. Ja, da müssen wir echt mal gucken, ob das so passt. Da müsste ja demnächst wieder was rauskommen, ja. Ich habe ja Gülle abgegeben. Könnte sein, dass da wieder was passiert. Boah, guck mal, wie lange das dauert. Unfassbar. Nee, den hier will ich jetzt erst haben. So, du hast noch Gerste drin. Wir könnten dann auf dem Feld 20 auch noch Gerste machen. Was wollte ich denn auf der 15? Auf die 15 kommt jetzt Mais. Wir machen auf die 15 Mais und dann wird gehäckselt. Ist zwar unsinnig, weil ich noch nicht genau weiß, wohin damit. Ob wir es in der BGA Süd kippen oder... Hä, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es echt noch nicht. Wir machen erstmal hier Feld 20. Aussaat. Da geht's los. Nein, nicht zwei kombinierte Kurse. Ich möchte gerne nur einen Kurs haben. Diesen nämlich. Und da fängst du an. So. Wo haben wir denn eine Sämaschine? Der kann entlassen werden. Ja, ich glaube, wir machen das in der BGR Süd unten rein. Die Silage. Dann können wir da auch wieder mit dem Radlader arbeiten. Oh, ja, das war ja absehbar. Mein Gott. Ja, so machen wir's. Dann wird hier gehäckselt, BGR Süd abkippen, verdichten und alles ist toll. Dann müssen wir nur dann gucken, dass wir den richtigen Kurs haben, dass der auch mit Abkipppunkt ist und so weiter und so fort. Dass das Ganze dann auch im Silo landet, wo es hin soll und nicht dann wieder mit zurückgebracht wird. Alter! So.
muss den Drescher hier mal eine Seite fahren. Der steht so ein bisschen geringfügig im Wege. Ja, jetzt boxe ich noch eine Seite. Alles klar. Jetzt steht der daneben im Weg. Wir können hier schon mal auf Mais gehen. Aber das ist kein Mais, warte. Ich muss mal eben hier raus. So. Dann suchen wir uns mal Mais raus. Körnermais, da war er doch. Da haben wir ne. So, und dann Feld 15. Säen 15 Meter. Ja, da hat er wahrscheinlich noch den... Ja, da fängt er hinten an. Ich habe jetzt gerade gesehen, ich habe noch einen alten Kurs drin gehabt, davon mal abgesehen. Hätte ich ganz gerne den Kurs nun andersrum. Dass er nicht an der Straße anfängt. So, du sollst nämlich auf der 15 Feldarbeit machen, zweimal Vorgewende, diese Richtung. Und dann kann's losgehen. Perfekt. So, das hoffentlich bringt ein bisschen was. Lass mich mal überraschen. Er macht, er soll machen. Der Schwadrollator fährt auch. Und du bist Haferflocken. Ist der dann leer? Reicht das dann noch da oben an Kapazität? Ich weiß es nicht. Wir springen mal in eines der letzten Fahrzeuge hier. Dieses nämlich. Hier haben wir ja so ein bisschen Abraum erstmal zu beseitigen. Und da können wir auch dann einen wunderschönen Kurs einfahren. Oder habe ich schon einen? Hackschnitzelverteiler, Sägewerk, Nordkombimaster. Könnte man machen. Ist eigentlich gar nicht so die schlechteste Idee. Da kann er auf jeden Fall erst ein paar Mal schön hier durch die Gegend kurven. Beladen am Startpunkt ist drin. So, wie wär's denn, wenn du jetzt mal hier lang fährst? Nein. Wie ist der denn aufgebaut? Ach, er fährt eine Kurve. Okay. Ich dachte, er fährt da lang. Das ist, wenn man sich diesen Kurs nicht anzeigen lässt, ne? Dann kommt sowas dabei raus. Meine Güte. Du bist doch schon auf dem Kurs. Jetzt reicht's mir. Tschüss. Oder aber auch Zeit. Jetzt haben wir schon wieder 20 Minuten rum, liebe Leute. So geht das halt hier, ne? Ich werde jetzt mal den Versuch starten, hier auf dem... Warum seht er denn hier doppelt und dreifach? Und auf dem Grasfeld 11
den Fendt losschicken. Und dann werde ich mal sehen, ob das Ganze tatsächlich an der Schwatt liegt oder ob einfach die Weinpresse wieder einen weg hat. Wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, macht's erstmal gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.